So Leute, was geht ab jetzt und willkommen zu diesem neuen Video. Wir waren bei McDonald's und haben uns überlegt, was wir da machen können, weil wir wollten eigentlich von Anfang an das Lochi-Eis testen, das neue, was es jetzt halt neu gibt, das 2.0. Aber das gab es leider dann nicht mehr und dann mussten wir uns was anderes einfallen lassen. Für Erik haben wir auch was gedreht, das kommt aber auch noch die Tage. Und für mich haben wir ein Video gedreht und zwar hatte jeder, also Erik gegen mich, ein Budget von 8 Euro und musste dem anderen was zusammenstellen und dann haben wir so eine Art Wettessen gemacht. Ihr werdet ja sehen, was wir so gekauft haben und so. Aber auf jeden Fall danke schon mal an René, der das Ganze gefilmt hat und später gab es auch noch eine Bestrafung, aber ich würde sagen, viel Spaß mit diesem Video. Ich habe hier einen schönen Sechser Chicken McSandwich. Oh, Chili-Soße. Oh, muss ich die Chili-Soße auch bekommen in der Zeit? Das ist auch ein Zucker. Wie schon gesagt, hat einen schönen Small Cup. Und drei Hamburger. Ein Big Mac. Ein Big Mac. Big Mac. 2 Patties. Und dreimal mehr Zwiebeln. Weil ich gehört habe, du liebst Zwiebeln. Dazu habe ich für dich eine Pommes klein. Ja. Ja. Und ein Hamburger. Das geht aber noch jetzt. Ein Hamburger ohne Gurkenscheiben. Und ich habe Kaffee und schön Chicken McNuggets. Und du hast aber nichts zu trinken, ne? Ich hab was doch, Kaffee. Ich hab aber was zu trinken. Du hast für mich was zu trinken. Ja. Du musst das trocken und sagen. Ein Hamburger ohne Gurken? Den nächsten Hamburger ohne Gurken. Den nächsten Hamburger ohne Gurken. Warte. So, dann haben wir hier die Chicken McNuggets, die Chili-Soße. Und den Kaffee. Ich habe ja für den Zwiebeln mit 2 extra Fleischscheiben, 3-mal mehr Zwiebeln, weil ich gehört habe, der Steven liebt Zwiebeln. Und Hemi-Fläne für, ne? Ja. Wirklich schön, 2 Burger aneinander, ohne was zu bejahen, ne? Und ein paar leckere Pommes, ne? Behinderung. Jetzt musst du sie alle aufnehmen. Ich kann nicht so große Stücke schlucken machen. Guck mal, wir fangen jetzt ganz intelligent. Alle für die Stücke. Es muss noch mehr gebaut werden. Jetzt wird es hier interessant, es wird hier interessant, es wird hier interessant. Ich habe immer eine Pommes, ich kriege das jetzt alles ganz geschüttelt. War ein Appuccino. Ja, aber ich bringe das viel zu heiß, Mann. Okay, lass ihn essen. Nein, okay. Mir hilft. Du kriegst aber die 2. Die 2 kriegst du da. Ich könnte jetzt mal entdecken. So, ich würde sagen, hier neben mir sitzt der Typ, der gleich wohl mit in Dings muss. Da vergraut sich gerade vor jemand gleich in die Rutsche zu gehen. Hey, die Schnauze, ich gehe nicht in die Rutsche, ich gehe da hoch und dann rufe ich, wenn der König. Wer mache ich dann? Muss aber rutschen. Hey, du hast eine Schnauze, Mann, ey, weißt du. Wenn man so doof ist, dann muss man auch ein bisschen überlegen, was man bestellt, wa? Ja, ich dachte, du verträgst keine Zwiebeln oder so, warum auch immer. Ja, das vertrage ich auch nicht, das werde ich auch später erstmal merken. Cringe.
Und das war ja der Kommentar der Woche von René. Grinsig. Auch der Meinung, der René muss heute auch noch bestraft werden. Ja, wohl auch eine Meinung hier. Also, weil er hat uns ja erst Zeit gekostet, weil er erst einmal tollerweise den Kassenbon liegen lassen hat. 2 Minuten. Der René, der klaut mir den Rucksack. Also wir gehen so über die Straße, du reißt mir den Rucksack an, den ich hier laufe. Und dann kommt Spider-Man von hinten und netzt dich so an und ich springe und ich mache das Spider-Man. Ja, das ist so geil. Und mach das mal hier vor, okay? Jetzt, hey! Und? Ich bin der König der Welt. Lauter! Jetzt nein, schreien! Mann, das war gerade schon schlimm. Wir gehen so. Oh ja, ja. Aber richtig laut schreien jetzt hier. Nein! Ich bin der König der Welt! So Leute, wir kommen jetzt hier zurück am Ende des Videos. Ihr habt ja gesehen, wir haben ja die Challenge gerade gemacht. Erik musste an der Stelle bestrafen. Ja, ist schön. Brauchst du nicht weiter drüber reden. Ja, das war dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben und auf meinem Kanal. Das war natürlich klar. Ich glaube aber, das Essen, wenn wir beide das gleiche gehabt hätten, wäre ungefähr unentschieden ausgegangen. Du hättest sogar vielleicht gewonnen, weil du richtig reingestruggelt hast. Aber es kam bei dieser Challenge auch ein bisschen auf Intelligenz an und zu gucken so. Nein, aber so möglichst viel für wenig Geld. Und das hat halt der Burger, hat das alles kaputt gemacht, wie ich das schon 10 Mal gesagt habe. Ich würde sagen einfach, guckt auf jeden Fall bei Erik vorbei und auch beim lieben René, beim Elvers Filmkritiken. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, mach's gut. Los geht's!